Bundesliga-Tabellenführer Bayern München hat in der Basketball-Euroleague für eine Überraschung gesorgt. Gegen Titelkandidat Fenerbahce Istanbul setzte sich das Team von Trainer Dejan Radonjic nach zweimaliger Verlängerung mit 90:86, 80:80, 66:66, 29:34 durch und feierte den 11. Sieg im 21. Spiel. Das türkische Star-Ensemble verpasste mit der erst dritten Niederlage die vorzeitige Qualifikation für das Playoff-Viertelfinale. Die Münchner, die die Runde der letzten acht ebenfalls fest im Visier haben, lieferten dem Favoriten wie schon im Hinspiel einen harten Kampf und konnten sich anders als in Istanbul am Ende belohnen. Die Entscheidung fiel erst 12 Sekunden vor Schluss der zweiten Verlängerung durch einen Dreier von Wladimir Lucic. Der türkische Meister musste vor 6.400 Zuschauern im Audidome ohne Topscorer Jan Veseli auskommen, der aufgrund einer Meniskusoperation mehrere Wochen ausfällt. Beste Werfer für die Gastgeber waren Derek Williams und Stefan Jovic mit je 19 Punkten, bei den Gästen überzeugte Ali Mohamed 23 Punkte. Für die Bayern geht es in der Bundesliga am Samstag 20:30 Uhr gegen Abstiegskandidat Sainz City Jena weiter.